erste Quelle ist der Koran, die zweite Quelle ist die Sunna. Was ist der Koran? Habe ich irgendwann mal gehört, irgendein Buch. Man muss erst mal erklären, was ist der Koran? Wir als Muslime sagen, dass der Koran das offenbarte Wort Gottes an den Propheten Mohammed ist. Und Mohammed ist im islamischen Selbstverständnis kein neuer Prophet, sondern der letzte Prophet. Im Koran selber steht, dass wir an Jesus glauben, dass wir an Moses glauben, an Abraham glauben, an alle Propheten, die davor gekommen sind und an andere Propheten glauben. Allah sagt in Sure 16, Vers 36, وَلَكَدْ بَأَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يُوبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ تَغُوتٍ. Das heißt, hat wahrscheinlich keiner verstanden, aber auch egal. Heißt, wir haben in jeder Gemeinschaft Gesandte erweckt, auf dass sie den Menschen lehren, dient dem einen wahren Gott und vermeidet die Anbetung der falschen Götter. Das ist die Grundbotschaft. Das kennen sicherlich die Nonnen oder auch andere hier sehr gut. Zum Beispiel aus Exodus 20, Vers 4, wo steht, ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt aus Ägyptenland, aus dem Sklavenhaus. Du sollst dir keine Götter neben mir nehmen. Du sollst dir kein Bildnis machen von irgendetwas oben im Himmel oder unten auf der Erde oder unter dem Wasser. Du sollst ihnen nicht dienen und du sollst sie nicht anbeten. Das ist die Grundbotschaft. Hiermit kamen alle Propheten von dem einen allmächtigen Gott mit derselben Kernbotschaft. Das ist Islam. Islam heißt linguistisch heißt Islam, weil wir haben gerade von den Quellen geredet, heißt Islam Ergebung. Ihr habt bestimmt schon oft gehört, Islam heißt Frieden. Ja? Hat man bestimmt schon oft gehört, oder? Viele sagen, Islam heißt Frieden. Ist falsch. Islam heißt nicht Frieden. Islam, stimmt, die Wortwurzel Islam kommt von dem Wort Salam. Ich weiß nicht, einige Muslime wollen sich damit irgendwie schönreden, dass sie sagen, Islam bedeutet Frieden. Nein, das Wort Islam selber, linguistisch, heißt nicht Frieden. Das Wort Islam selber bedeutet sich unterwerfen. Sich unterwerfen oder sich ergeben. Und im Islam ist es immer so, dass die Bedeutung eines Wortes immer eine enge Bedeutung, eine enge Verbindung zu der eigentlichen Bedeutung hat. Zum Beispiel beten heißt auf Arabisch As-Salah. Das bedeutet Verbindung. Das heißt, dass du fünfmal am Tag, weil ich habe gehört, ihr habt schon über die fünf Säulen im Islam gesprochen, das heißt, dass du fünfmal am Tag immer wieder ganz intensiv die Verbindung zu Gott suchst. Dann Saum heißt Abstand nehmen oder sich enthalten. Wovon enthält man sich? Man enthält sich vom Essen, vom Trinken, vom Geschlechtsverkehr, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang im islamischen Sinne. Zakah, die Almosensteuer, heißt reinigen. Das heißt, man reinigt sein Geld von dem, sage ich mal in Anführungsstrichen, ja, dem Dreck davon sozusagen. Ja? Das heißt, jetzt fragen wir, okay, wenn Islam, wenn dieses Wort Islam, die linguistische Bedeutung davon, auch mit der eigentlichen Bedeutung, auf die eigentliche Bedeutung hinweist, dann fragen wir, wem ergeben wir uns? Wem ergeben wir uns? Wenn wir sagen, Islam bedeutet Ergebung, dann ist die nächste Frage, wem ergibt man sich? Und man sagt, wir ergeben uns dem einen allmächtigen Schöpfer, Lenker, Herrscher des gesamten Universums. Der eine allmächtige Gott, auf Arabisch Allah. Hat sicherlich wahrscheinlich schon jeder hier gehört, Allah. Und in unserem Verständnis ist Allah nicht irgendein spezieller arabischer Gott, weil dieses Missverständnis gibt es des Öfteren, dass Leute denken, er ist irgend so ein Gott, der auf einem Kamel durch die Wüste reitet oder irgendwie. Ja, manche Leute denken so. Aber das ist nicht der Fall, sondern Allah sagt ganz deutlich im Koran selber, in Sure 51, Vers 56, لَيْسَ كَمِثْلِي شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Das heißt, nichts ist ihm gleich und ist der Hörende, der Sehende. Deswegen sagt der Islam auch ganz deutlich, dass Gott kein Mensch ist, sondern dass Gott ein Wesen über unserer Vorstellungskraft ist. Und dieser Gott, der uns erschaffen hat, der uns lenkt, der uns versorgt, ohne den wir nicht leben können, diesem einem Gott ergibt man sich.